Häftlinge sind viel zu beschäftigt mit diesem Tag, als jemanden wie dich zu bemerken. Wenn sie euch so reden hören, werden sie sich stattdessen euch zuwenden. Lasst sie nur. Ich werde ihnen sagen, sie sollen beiseite treten und mich diesen Schrack töten lassen. Er zittert hier ruhig vor ihnen. Ich habe keine Angst. Willkommen, Freunde, bei Mordor Schatten. Interessante Unterhaltung, die die Orks da gerade noch geführt haben, oder? Mal gucken, ob wir das schaffen hier. Das Einzige, was noch übrig ist, ist ein Kistel von der Horde der Fische. Was war das? Ich weiß den Forschungs. Rums hat's gemacht. Wir dürfen uns nur in den grünen Bereich hier bewegen. Patsch! Von Harondor bis Romania soll es nur noch Orks geben. Wo warst du, als Dol Guldur dich gebraucht hat? Sturzbetrunken, mit einem Kelch Grog in der Hand. Wie immer. Treffer. Den zu treffen wird schwer. Wir holen uns wahrscheinlich neue Pfeile. Der Hauptmann den Grog rationiert. Nur weil er weiß, wir hätten nicht genug getan. Er befolgt nur die Befehle der Häuptlinge. Ich hab gehört. Ich bin jetzt extra mal ein bisschen ruhig, damit man die Gespräche der Orks belauschen kann. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie ich die da kriegen soll. Na bitte, geschafft! Sehr schön. Mal gucken, was ist das? Muss ja hier irgendwo sein. Der Hauptmann sagt, wir sollen die Augen aufhalten. Tja, ich sehe hier nichts. Hier, ne? Ja, sehr schön. Wo bist du vorhin hingelaufen? Gucken, was der uns hier zu sagen hat. Wir tun das heute Nacht. Kein Rumkommandier mehr von diesem verdammten Uruk-Hai. Wir schleichen uns in die Kaserne und lassen diesen Schrack schön ausbluten. Wenn er erst tot ist, ist er nicht mehr so allmächtig. Und dann haben wir hier das Sagen. Du und ich. Alles wird uns gehören. Frisches Fleisch? Mehr Grog? Wir werden nie mehr Hunger leiden. So viel steht schon mal fest. Ah ja.
Was ist das für eine? Lahm, Luke. 10. Hm. Dieser Grog ist eine bittere, aber effektive Medizin. Diese Uruks sind wirklich unredliche Spiegelungen meiner Art. So! Du kannst mich nicht! Du! Halt, Läufer! Bam! Dein vergiftetes Herz wird noch wie ein Fisch am Haken zappeln, wenn ich es aus deiner Brust reiße! Ja. Dafür wirst du büßen. Nächstes Mal töte ich dich, Abschaum! Haben wir dich. Haben wir ihn. Ja, mit der Information. Na schön. Und stirb. Kampfgericht. Welcher war's? Oh, bye-bye. So, das nehmen wir schnell mit. Wir haben definitiv zu wenig Ruhmplätze im Moment. Na gut. So. Ich habe gesehen, wie der Tarkhawk einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er seine Angst verlor. Probieren wir's. Oh, der sieht aber etwas härter aus. Heieiei. Und das machen. Mehr Gesundheit. Er ist immun gegen Fernwaffen, also braucht man mit Sprung gar nicht angreifen. Ich habe Besseres zu tun, als mit Vögeln zu tanzen. Denkst du, ich hätte den schon vergessen? Hey! Wage es nicht, vor mir abzuhauen! Ich werde dich durch ganz Mordor jagen! Doch du, damit legst du mich nicht frei! Du versuchst es doch tatsächlich noch einmal? Ich selbst töte dich! Du, geht das geht wirklich nicht. Hier und nimmer! Zerschmettert sein Gesicht! Halt zum Morden! Das nennt sich Shaker. Oder mickriger Ghoul. Ich hab schon stärkere Kreaturen aufgeschlitzt, Menschlein. Ich, das hat schon einmal nicht geklappt. Wird es auch dieses Mal nicht. Vernichtet den Tag. Oh, no.
Schluss sich auf euch! Umzingelt ihn! Den Schild habe ich nicht ohne Grund! Den Trick kenne ich schon! Rennt ihr genau? Oh. Da kam gerade irgendwas geflogen. Ah. Nein, so nicht. Das hat schon einmal nicht geklappt. Wird es auch dieses Mal nicht. Zerschmettert ihn. Was er nicht sagt, aber ich würde mal sagen. Oh, aua! Ich wollte gerade sagen, bis jetzt klappt das ganz gut. Der Narr ist kein Gegner! Pass auf! Oh, irgendwas hat uns gerade getroffen. Haben wir irgendwo eine Blume? Ja, hier hin. Warte mal, ich muss mich mal ganz kurz heilen gehen. Schauen, wann wir hier fertig sind. Du bist mir im Weg. Weg mit dir, du Nicht! Zack! Der ist schon mal weg. Bye bye. Jemand muss das Signalfeuer anzünden. Er hat einen von uns geschnappt. Waldläufer! Och. Ich kenne jeden Meter dieses dunklen Landes. Wenn du wegrennst, werde ich nicht ruhen, bis du tot bist. Warne die anderen! Mist, Bogen ist leer. Hier hinten haben wir noch was zum Heilen irgendwo. Perfekt, hier damit. Töte den Grabwandler und ich werde dich hier halt umbenetzen. Bis an dein Lebensende mit Grock und Bleichhäuten versorgen. Zerschmetter die! Komm mal her! Ist wie ein Falter auf ihn hinabgestürzt! Zerschmettert sein Gesicht! Das nennt sich Schild! Na und? Mir egal, wie das heißt. Kot! Blut!
vernichtet den Tag! Der Tag muss man ganz kurz sich verstecken. Komm hier runter! Er kommt von oben! Der Kargor! Zeit zum Morden! Rums! Jetzt mit den rollenden Köpfen! Halt ihn auf! Ja, da haben sie sich selber. Das war einer von seinen eigenen Leuten. Irgendwas hat uns gerade getroffen. Ei. Das mit unserer Energie, das gefällt mir gerade gar nicht. Uiuiui. Aber noch halten wir uns. Nochmal drüber. Ah. Dein Ende nah. Okay, den können wir nicht. Hier kommen jetzt immer wieder neue. Noch mal rein, aber das bringt alles im Moment nicht. Hab ich denn gerade etwas gehört? Ja. So nicht. Ja.
Ich weiß gerade einfach nicht, wie wir den Typ hier besiegen sollen, weil der ist ja immer wieder quasi heil. Holt euch seinen Kopf! Schneidet! So! Da ist er weg. Wer war's? Der war nur auf 3, das muss man. Alter. Aber er ist weg. Gott sei Dank. Können wir sogar machen. Erhöht die Chance auf einen Niederschlag beim Dolchwurf oder Dolchhagel. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Perfekt. Runenstufe, bla. Die Macht eines Hauptmanns entsteht über die Stufe der Runen, die er fallen lässt. Wenn du einen Hauptmann tötest, indem du seine Anfälligkeit ausnutzt, willst du stets eine bestimmte Art von Ruhm erhalten. Okay. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir gehen auf unseren sicheren Turm, wo uns keiner was kann. Und dort werde ich den Part dann auch beenden. Okay, also, Freunde, bis zum nächsten Mal hier bei Mordor Schatten. Ja, erstmal bis dahin. Ciao.